Das Auge des Sturms. Protus Kommandoschiff Gandrior. Niedrige Umlaufplan um den Planeten Aiur. Exekutor, euer Plan hat perfekt funktioniert. Die Verteidigung der Zellen ist gebrochen und der Weg zum Overmind ist frei. Die Zeit für unseren Kampf ist gekommen. So ist es, meine Freunde. Die Stunde der Entscheidung ist angebrochen. Nicht alle von uns werden den kommenden Kampf überleben. Ja, der Tod könnte ein Segen sein, sollten wir hier versagen. Wir wollen versuchen, einen Feind zu vernichten, der auf seinem Feldzug durch das All Tod und Verwüstung gesät hat und alles, was seinen Weg kreuzte, in sich aufgesogen hat. Jetzt ist er am Ende seiner langen Reise angelangt. Der Overmind ist gekommen, alles, was uns lieb und teuer ist, zu zerstören und uns selbst in sich aufgehen zu lassen. Aber ich sage euch, dies wird nicht geschehen. Aiur wird nicht fallen. Executor, ich bin bereit. Ich ebenfalls. Tja, wie es aussieht, bleibt mir nichts anderes übrig, als da mitzuziehen. Die Zark haben mir alles genommen. Mein Heim, meine Familie, meine Freunde. Ich weiß, dass nichts, was ich tue, sie wieder zurückbringen kann, aber ich will verflucht sein, wenn ich einfach nur rumsitze und schön brav auf das Ende warte. Von dem Typ will ich auch ein Stückchen abhaben. Ich bin dabei. Dann sollen unsere Taten für uns sprechen. Für Arun. Für Aiur. So, letzte Mission. Auf geht's. So ein bisschen kann ich mich noch dran erinnern. Und zwar werden wir hier nämlich jetzt die Terraner und die Protoss gleichzeitig spielen. Ich bin mal gespannt, ob ich das... Ich bin ja eh schon, was Mikromanagement angeht, echt eine Niete. Wie das läuft. Okay. Und ich hoffe mal, ich krieg's einigermaßen hin, ohne jetzt wieder groß rumschneiden zu müssen. Weil ich wieder ewig brauche, um eine Armee aufzubauen, die da mal was Schlagkräftiges raushauen kann. Unsere Ziele. Wir sollen erst den Overmind vernichten. Dann Tassadar, Rayna und Zeratul müssen überleben. Ist Phoenix gar nicht mit dabei? Der hat doch gar nichts gesagt, fällt mir gerade auf. Seltsam, seltsam. Okay. Ach, der... Cool, Tassadar ist direkt mit seinem als Schlachtschiff da. Das ist praktisch. Rückruf ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss hier echt mal mehr... Dies kommt zu spät für euch. Aber die Konklave war Zeuge eures Sieges über den Zerebraten. Die Konklave weiß jetzt, dass sie weder die Notwendigkeit noch die edle Absicht hinter euren Taten abstreiten kann. Oh Mann. Heißt das, dass sie uns Verstärkung schicken werden? Okay, da haben wir auch noch ein bisschen Text. Könnt ihr euch da mal mit Pause anschauen? Ja, und wie gesagt, wir haben jetzt halt einen Mineralienpool. Und, ja, allerdings... So, speichern wir erstmal und müssen davon halt dann jetzt diese, unsere beiden Rassen hier versorgen. Wir haben auch hier echt nichts am Anfang. Aha. Dann mal los, Commander. Rayna, du kannst dich mal hier hoch verziehen. Melde mich zum Dienst. Haben jetzt zwar theoretisch halt doppelten Mineralienabbau und so, aber ist da schon jemand drin? Nein. Dann dürft ihr da mal rein. Ihr dürft da rein. Ich fürchte ja, ich muss mich zuerst mal hier um die Terraner kümmern, weil das ist, glaube ich, die Gruppe, die häufiger und am ehesten angegriffen wird. Das ist, wie gesagt, ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Bin ja sonst schon mit einer Basis mehr oder weniger überfordert. Wo geht... Wieso ist denn da unten eigentlich?
Erkunden will ich jetzt gerade mal noch nicht. Ich will nämlich hier erstmal absichern. Okay, die werden fertig. Dann könnt ihr direkt hier oben mal abbauen. Ich glaube, da ist sogar einer zu viel. Ihr könnt die direkt zu den Mineralien. Ich sehe ja kommen, dass es, glaube ich, nicht so funktionieren wird. Hoffen wir mal, die lassen mir echt ein paar Minuten Zeit, dass ich mich immer ein bisschen vorbereiten kann. Und würde auch ganz gerne jetzt hier mal eine Fabrik bauen. Genau. Die ist auch... 200 ist gar nicht so wenig. Dass ich hier schon mal ein paar Belagerungspanzer hinsetzen kann. Dann ist hier zumindest mal einigermaßen abgesichert. So, du wirst einfach mal jetzt mein Bau-WBF. Hier unten dürft ihr auch noch hier abbauen. Aber ich glaube, die Mineralien werden jetzt eher mal das Problem werden anfangs. Weil links kann es ja auch nicht schaden, wenn wir hier Gas haben. So, genau, du bist ja auch fertig. Dann setz hier zumindest mal noch eine... Ah, da kommen schon die ersten. Fängt ja schon mal gut an. Ach, von da kommen die. Okay. Da kommt besser als nix. Ich bin gerade schon wieder ein wenig im Stress, muss ich ja zugeben. Du bist fertig, das ist schön. Dann bauen wir mal noch gerade einen Raketenturm hier hin. Und Werkstatt. So. Hier unten. Mineralien bitte abbauen. Ich glaube, die Mineralien werden mir auch als erstes ausgehen, wenn ich mir das mal so anschaue. So, jetzt haben wir hier zumindest mal ein bisschen was an Verteidigung. Dann darfst du auch wieder abbauen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Dings der mittlerweile hat. Was kosten der Belagerungsmodus? Ach ja, okay. Wird dann auch direkt mal erforschen. Dann setzen wir uns gleich mal hier ein paar Panzer hin. Bin ja ganz froh, dass im Moment noch nicht so viel hier läuft und noch nicht angegriffen wird großartig. Mal, wenn die da unten auch noch kommen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es läuft, wie wir das hier hinkriegen alles. Hier, komm, abbauen. Ich brauche Mineralien. Da kommen schon wieder die Nächsten. Ah, ungünstig. Haben wir? Du kannst doch hier angreifen. Mistviecher. Ich dachte, die würden hier echt am Anfang eher auf unsere armen Terraner gehen, aber... Dem ist nicht so. Tassada, komm du bitte mal wieder zurück. Das... Ist nicht so geplant, dass du jetzt da hinterher fliegst und drauf gehst. Noch ist er ja fit. So, wir haben jetzt ein bisschen was an Geld da. Ich will hier trotzdem noch mal mehr WBFs machen. Und da haben wir gleich schon mal... Oh, wir haben sogar schon genug für den ersten Panzer. Ja, und Gas haben wir im Moment halt jetzt wie Sau. Aber das geht wahrscheinlich auch relativ fix dann auch mal wieder zur Neige. Was mache ich denn da als Sammelpunkt? Da vielleicht. WBF
Bin überlegen, ob ich einfach die Terraner hier nur zum Abbauen benutze. Also so als reine Verteidigungs- und Mineralien. Befehl ist hoch. Ist mir ein Vergnügen. Mineraliensache. Kommander, jetzt geht's rund. WBF Abflug bereit, Sir. Und ja, erstmal eine ganze Bastion. Ihr habt nicht genügend Mineralien. An Panzerchen. So, dann kümmere ich mich mal langsam um die Protoss hier unten. Alles fertig. So, rudimentäre Verteidigung steht da hier unten einigermaßen. Hier können aber auch wieder ein bisschen mehr abbauen. Ich glaube, da müssen wir uns hier dann schon mal bei Gelegenheit auf die Suche nach eine zweite Schmiede klatsche ich hier nochmal hin, dass wir dann nachher schneller Upgrades machen können. Ich habe, na gut, doch ein bisschen was gegen Lufteinheiten. Sollten die ja platt kriegen. Zwar mit Verlusten, aber doch erfolgreich. Okay, das heißt, wir bauen hier noch ein bisschen was an Dings hin, an Luftabwehr. Du darfst mal hier hinstellen und du da hier oben. Panzer kann man eigentlich nicht genug haben. Eigentlich ebenso wie Luftabwehr. Ich glaube, Depots teilen wir uns ja dann eigentlich auch. Zumindest rein theoretisch. Ja, es wird mal Zeit für Upgrades hier. Und Einheit, und Gebäude halt. So, du gehst auch noch abbauen. Rainer ist noch ganz fit da oben, das freut mich. Melde mich zum Dienst. Alles Roger. Du bist hier mein nettes Bau-WBF. So, Station dran. Befehle, Captain? Adler, Melde weiß ich nicht, ob ich mir ja, die jetzt Sir. Großartig Weiter hier noch zusammen geht's. Basteln soll. Also ist mir ein Vergnügen, Sir. Ist ja irgendwie nicht so meins zugegebenermaßen. Weiter geht's! Wird ausgeführt! Dann geh du mal hier hin. Ja, Sir. Zusatz fertig. Und mehr Luftabwehr. Jetzt fehlt mir schon wieder ein bisschen das Einreihen von. Haben wir. Ich will dann hier unten vielleicht nochmal zwei Stück hinsetzen. Kann's kaum noch erwarten. Und hier haben wir noch eine Runde Marines, die sind ja relativ günstig. Alles fertig. Befehle, Captain? Hm. Auf jeden Fall Waffenlager ja, brauchen wir dafür noch. Adler können wir nämlich dann auch mal noch basteln. Ich glaube, dann bleibe ich bei den Terranen auch einfach mal bei den Grund-, also bei den Bodeneinheiten und für die Luft nehme ich dann die Protoss. Ah, die Sache mit den Depots stimmt. Dann, ja, einfach mal ein paar Pylonen hinzimmern. Die sind ja dann doch wesentlich sinnvoller eigentlich. Kann man ja auch schön einreihen. Hier unten kann... Wieso ist denn eigentlich hier... Hier unten ist ja nichts mehr. So, Schildbatterie kann mal hier hin. Luftwaffen können wir auch mal machen. Das heißt, auch hier einen zweiten... Ach du Scheiße. Auf Wiedersehen, Luftabwehr. War schön mit dir. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert?
Nee, komm. Das kann ich vergessen. Das laden wir nochmal. So, und dann setzen wir uns hier direkt schon mal. Und das war, glaube ich, relativ weit. Oder relativ. Davor sogar. Das finde ich ganz schön. Dann setzen wir uns nämlich hier gerade nochmal zwei Bunker hin. Hast du das Waffenlager? Ach ne, du oben baust das Waffenlager gerade. Du baust hier noch Mineralien ab. Melde mich zum Dienst. Diesen ganz nötigen Moment. Boah, soll ich ballern, Sir? Los geht's. Und ihr könnt jetzt da rein. Verstanden. Ah, da kommt der Angriffswelle, alles klar. Okay, das läuft schon mal nicht so gut. Du den noch platt? Ja, schön. Commander. Überlebt. Alles fertig. Gerade so. Befehle, dann reparier mir das bitte noch. Wird ausgeführt. So, du kannst direkt schon mal hier den Posten von deinem Kumpel einnehmen. Dann gehen sie wohl jetzt doch hier Templerarchive. Stimmt. Roboterfabrik. Dahin bitte. Ach stimmt, hier habe ich auch noch gar keine Pylonen gebaut. So, speichern. Befehle, Sir! Absolut! Machen wir uns hier mal einen schönen Panzerring hin. Befehle, so. Oh, soll ich ballern, Sir? Wahnsinn! Dann könnt ihr mal da rein. Hier gibt's hier. Ja, die sind noch in der Mache. Okay, scheinbar, ich sehe es gerade, wir sind doch getrennt. Da oben. Okay, da muss ich tatsächlich Depots bauen. Verstanden. Alles klar, ich dachte, die wären auch gemeinsam. Macht aber Sinn. Boah, wenn wir jetzt da angreifen, dann sind wir richtig im Arsch. Aber bringt alles nichts, wir brauchen erstmal Einheiten. Ihr baut hier noch schön fleißig ab, auch wenn es wahrscheinlich bald hier nichts mehr gibt zum Abbauen. Du. Roboterfabrik haben wir, glaube ich, jetzt gemacht. Dann gibt es eine Zitadelle von Alun. Wenn die fertig ist, Roboter Support Dock. Und komm, ich brauche ja auch nochmal für die Luftwaffen nachher. Dass wir das auch parallel laufen lassen können. Dann können wir uns noch ein paar Räuber hinsetzen. So. Ding ist fertig. Dann hier oben vielleicht nochmal zwei Bunker. Falls wieder angegriffen wird. Und Einheiten, um die Bunker zu besetzen, logischerweise. Verstanden. Geldmäßig sieht es zum Glück gut aus, aber wie gesagt, wir haben ja halt direkt am Anfang zwei Basen mit relativ viel Mineralien. Alles fertig. Das sollte dann schon irgendwie klappen. So, sieht gut aus. Commander, los, los, los. Commander. Dann
Mal ab rein mit euch. Ich glaube, das Ding ist auch noch nicht besetzt. Nee. Ach, nee, ey. Herrschaftszeit. So, raus. Weghauen. Boah, die haben jetzt echt gar nichts mehr zu melden. Dass die von da kommen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich glaube, da können wir jetzt auch nichts mehr machen, oder? Das ist ja kein Problem hier. BBFs sind alle weg.